Die French Open 2023 sind voll im Gange und wir befinden uns kurz vor der Beendigung der ersten Turnierwoche. Mit dabei auch noch ein Österreicher mit Sebastian Ofner. Um die aktuellen Ergebnisse auch ein bisschen einzustufen und einen Ausblick zu wagen, wie die zweite Woche werden könnte, haben wir den Experten aus dem Haus hier, Krone-Sportchef Peter Malzer. Servus. Hi, danke. Sehr gerne. Sebastian Ofner ist das letzte österreichische Eisen, das noch im Spiel ist. Ich glaube, in den ersten beiden Runden hat er bewiesen, dass er auf dem Level mithalten kann. Wir nehmen jetzt unmittelbar vor dem Spiel gegen Fabio Fognini auf. Ein Italiener, der mit wie viel Vorsicht zu genießen ist? Extrem viel Vorsicht, weil der Fognini ein Sandplatz-Spezialist ist, der große Erfolge gehabt hat auf Sand. Der ist ja schon ein bisschen älter geworden ist und immer wieder ein bisschen unberechenbar ist, der auszucken kann, der sich oft emotional nicht unter Kontrolle hat. Ein lässiger Typ zum Anschauen, definitiv ein Ticketseller auf der Tennistour. Und der Ofner hat aber das Glück, dass er wirklich jetzt einmal viele Matches gewonnen hat, extrem viel Selbstvertrauen hat. Und er hat es selber gesagt, mit diesem Selbstvertrauen, mit diesem Flow, den er momentan hat, da traut er sich alles zu. Und ich sage, das ist eine Partie, die ist 50-50, der hat definitiv eine Chance, dass er weiterkommt. Und für Sebastian Ofner ist es auch mit Abstand das beste Tennisjahr in seiner Karriere. Ich glaube, mit 27 Jahren ist man auch quasi auf dem Zenit. Man hat schon die nötigen Erfahrungen gesammelt. Man ist aber noch nicht zu alt, um körperlich auch noch dagegenhalten zu können. Was ist noch drin in dem Jahr für ihn? Du, das ist interessant, die ganze Geschichte, weil der Ofner hat schon mehrmals sein Talent aufblitzen lassen. Er hat einmal gespielt sehr gut in Kitzbühel, Semifinale. Er hat einmal gespielt dritte Runde Wimbledon. Das sind die sehr, sehr schönen Momente. Er hat auch gestern gesagt, der Gerhard Bachler hat ihn interviewt, unser Krone-Kollege ist ja vor den Roland Garros. Der Gerhard Bachler hat gesagt, der Ofner hat ihm erzählt, eben, dass er genau solche Sternstunden öfters genießen möchte, dieses große Spektakel mehr aufsaugen möchte. Weil das sind die Turniere und die Tage, warum man Profi wird, weil man das einfach erreichen will. Davon träumt man, von der großen Bühne, von einem ausverkauften Stadion, von der Tennis-Euphorie in Paris sowieso. Das sind die ganz, ganz speziellen Tage. Und jetzt ist einmal er wirklich belohnt worden für die ganze Arbeit, für diesen ganzen Schweiß, den er vergossen hat. Das einmal zu genießen, und das ist wirklich eine tolle Geschichte, dritte Runde in Paris, ist top. Siehst du auch rein körperlich von seiner Spielweise Adaptionen, die einfach in diesem Jahr sichtbar werden? Du, der hat sich immer weiterentwickelt. Das ist ein sehr geschickter Tennisspieler, der auch sehr variantenreich spielen kann. Und wenn es bei dem läuft, dann läuft es ganz einfach. Ja? Und der hat es mehrmals bewiesen. Dann hat er auch wieder immer wieder Verletzungen gehabt. Dann wirft er das zurück, dann kommst du in einen Strudel rein, in so eine Abwärtsspirale, das ist nicht lustig. Wichtig ist für den Ofner, dass er jetzt erstmals die Top 100 knackt hat. Das ist ein erklärtes Karriereziel gewesen. Hätte er schon vor 3-4 Jahren knacken können, jetzt hat er es geschafft, bravo. Wichtig ist, dass er jetzt im Ranking weiter vorgeht. Das heißt, du bist dann besser bei den Turnieren platziert. Du kommst in die größeren Turniere rein, du brauchst nicht mehr Challenger spielen. Du verdienst automatisch mehr Geld. Damit ist einfach er auf einem richtigen Weg. Sebastian Ofner also bei den French Open durchaus aufgezeigt, mit den Top 100 eben ein Karriereziel erreicht. Und mal schauen, wie lange seine Reise noch weitergeht. Bei Dominic Thiem hingegen, da war vielleicht zu erwarten in der ersten Runde, dass er sie überstehen könnte. Es war auch ein Fünfsatz-Krimi. Woran ist er deiner Meinung nach gescheitert? Zuerst muss ich da was erzählen. Ich habe da ein ganz besonderes Leibchen mitgebracht vom Dominic Thiem. Ja, das ist das Leibchen, das ist das sogenannte Zebra-Shirt. Ja, sehr ein auffälliges Trikot gewesen, mit dem er 2016 erstmals ins Semifinale gestürmt ist. Und das leider hat er angehabt bei seinem Sieg im Viertelfinale am Suzanne Lenglen-Court gegen David Goffin. 2016 kommt er ins Semifinale. Ein Jahr später wieder Semifinale, dann noch zwei weitere Endspiele. 2019 waren wir essen in Paris gemeinsam. Ich war damals sehr, sehr knapp oder sehr nah dabei an dem ganzen Team. Waren wir essen nach der Finalniederlage gegen Nadal. Und der Lokalbesitzer sagt, Dominik, mach dir keine Sorgen. Heute musst du nicht traurig sein, weil es gibt keinen, der in den nächsten Jahren Paris so dominieren wird wie du. Es kam leider alles anders. Ja. 2020, Corona-Saison, noch ein Viertelfinale gegen Schwarzmann verloren, in 5 Sätzen, glaube ich. Und 2021, 22, 23, leider Gottes, 3 Erstrundenniederlagen in Serie. Ist für ihn natürlich eine wirkliche mittlere Katastrophe. Und er war aber heuer wirklich knapp dran, die Partie gegen Cajun zu gewinnen. Warum liegt es? Er verliert die ersten 2 Sätze, kämpft sie zurück, spielt sehr gut den dritten, den vierten Satz. Im 5. Satz bist du sowieso eigentlich, wie soll ich sagen, mental im Vorteil, weil du weißt, du hast dann 0-2 aufgehört, dann 2-2 gedreht. Eine Sache ist Game, glaube ich, gewesen bei 0-1 oder sowas im 5. Satz. Und dann verlierst du die Partie und im Endeffekt fährst du bitter enttäuscht von deinem Lieblingsturnier nach Hause. Er geht jetzt auf Challenger-Ebene. Woran hat es gelegen? Ich glaube einfach, dass Bern wirklich sich sehr viel abspürt, dass er sehr viel nachdenkt am Platz. Ich bin aber kein Trainer, so genau kann ich es nicht beurteilen, bin auch kein Psychologe. Aber es ist halt so, dass er halt irgendwie dann doch den Faden verliert.
und das sicher eine seiner schlimmsten Niederlagen war. Weil wenn du die Partie nach einem 0-2 Satzrückstand gerade in der Situation gewinnst, gibt dir das, glaube ich, sehr viel Kraft. Ja? Wenn du es dann aber verlierst, obwohl du 0-2 aufgeholt hast, ist es ein Dämpfer. Trainer, würde ich auch ganz gerne ansprechen. Gab es ja diesen Trainerwechsel, Nicolas Massou, der ihn zum US Open-Titel geführt hat, ist ad acta gelegt worden. Trainer Benjamin Ebrahim Zadeh ist jetzt an seiner Seite. Glaubst du trotzdem, dass das der richtige Schritt war? Ich meine, Beziehung nutzt sich irgendwann ab und man muss... Ich kann diesen deutschen Trainer nicht einstufen, weil ich ihn nicht kenne persönlich. Darum weiß ich nicht, der hat seine Visitenkarten. Dürfte ein sehr dominanter Typ sein, der bekannt ist als harter Arbeiter. Ist sicherlich einer, der eine gute Lösung ist. Nico Massou war ein sehr, sehr netter Kerl, unglaublich guter Touring-Coach, ein Motivator, einer, der die Stimmung gehalten hat, der war in Ordnung, schwerstens. Doch es hat sich abgenutzt und irgendwann musst du reagieren. Und wenn, wie bei einer Fußballmannschaft, das ist einfach so, wenn es nicht mehr läuft, dann musst du mal irgendwas ändern. Ja? Vielleicht hat er es zu spät gemacht, das weiß man nicht, ja. Ich glaube schon, dass ein neuer Trainer ihm definitiv gut tut. Jetzt hat er zwei Challenger vor der Brust in Heilbronn. Perugia, danach geht es weiter in Halle und Wimbledon am Rasen und dann wieder Gstaad, Umag und in Kitzbühel, ja. Das Heimevent Anfang August. Wo steht Dominic Thiem deiner Meinung nach, wenn wir so ein bisschen in die Glaskugel blicken, was traust du ihm zu? Welche Fortschritte? Das Wichtige ist einmal, was man jetzt langsam aber sicher erkennt, ist das, dass man unendlich dankbar sein muss für die Siege, die er gefeiert hat. Er hat jahrelang ganz oben mitgespielt, er hat alle Großen geschlagen, mehrmals. Er hat 4 Grand Slam-Endspiele erreicht und ein Finale gewonnen davon. Und große Matches geliefert bei den 1000er-Turnieren und bei den 500er-Turnieren etc. Jetzt haben wir ein bisschen eine Dürre gehabt, Zeit im Tennis in den letzten 3 Jahren. Und umso mehr schätzt man das, was er erreicht hat. Und umso mehr muss man eigentlich auch die Daumen drücken, dass er wieder zurückkommt. Weil er einfach wichtig ist für ganz Österreich als Siegergesicht. Du brauchst solche Typen wie in dem, ja. Die sind einfach wichtig. Und wo er steht, ist schwer zu sagen. Momentan steht er dort, wo er im Ranking ist, ungefähr am Platz 88, 90. Ich glaube halt, dass bei ihm ein Schlüsselerlebnis sehr viel ändern kann. Er hat selber gesagt, er hat zu wenig gearbeitet in den letzten 1,5 Jahren. Eine Aussage, die nicht gerade ein schönes Kompliment an sein ehemaliges Team ist. Weil natürlich, warum hat er zu wenig gearbeitet? Da muss irgendwas nicht passt haben, ja. Und das ist, aber wenn er nicht bereit ist, ist das Team dafür verantwortlich, ihn mitzureißen und ihn zu motivieren. Dafür gibt es ein Team, ja, das, was die auffangt und die leitet und motiviert. Und ich glaube, dass wenn er wirklich bereit ist, wieder richtig viel Zeit zu investieren, was er macht, wenn er wieder findet, den Weg am Platz, die richtigen Entscheidungen zu treffen, im Training läuft es sehr gut bei ihm, am Match hapert es noch teilweise. Ich glaube, dass der natürlich wieder dorthin kommen kann, um Plätze jetzt zu prophezeien, ist schwer, ich sage mal, 15, 10, ist alles drinnen. Ja. Also Dominic Thiem, er muss mit Sicherheit noch an sich arbeiten, um an die Form älterer Tage anzuknüpfen. Ein dritter Österreicher, vor der Werbepause werden wir auch ansprechen, Juri Rodionov. Luka Puy hat ihn besiegt in der dritten Qualifikationsrunde, ist er reingerutscht, das Lucky Loser spielt wieder gegen den Franzosen, hat da auch den Kürzeren gezogen. Wo siehst du Juri Rodionov gerade? Auch genau dort, wo er ist. Er wird irgendwann jetzt mal die Top 100 knacken. Puy ist ganz schwer zum Spielen in Frankreich, ein ganzer angezockter Spieler, einer, der so viel Erfahrung hat, der genau weiß, was man macht. Aber der Rodionov ist auch auf einem interessanten Weg und ich glaube schon, dass der definitiv die Möglichkeit hat, Top 100 zu werden. Und das ist für uns super, weil jeder Top 100-Spieler ist für Österreich ein Segen, weil damit bist du automatisch bei den Grand Slam-Turnieren qualifiziert und der ganze Sport profitiert davon enorm. Und insgesamt ist der rot-weiß-rote Tennissport zumindest am aufstrebenden Ast unterwegs. Wir sprechen nach einer kurzen Werbepause über die Favoriten bei Roland Garros und werfen auch einen Blick auf das Damen-Tableau. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres French Open Talks mit Krone-Sportchef Peter Moitzi. Servus. Hi. Wir haben uns jetzt schon Ich bin motiviert. Wir haben jetzt die Österreicher schon mal ein bisschen beleuchtet, aber umso motivierter solltest du jetzt sein, wenn du darüber nachdenkst, wer für dich der Turnierfavorit ist. Medvedev draußen, der Rom gewonnen hat, der mag den Sandar nicht, aber wer steht für dich ganz oben? Wer ist das für dich zum Beispiel? Carlos Alcaraz. Genau, so ist es. Jeder sagt es, ja. Und natürlich ist der Alcaraz die ganz große Option auf den Titel. Er ist ein extrem taffer Bursche, er ist noch jung, er kann in die Fußstapfen von einem Nadal treten. Alcaraz ist auch ein Typ, der alle 4 Grand Slams einmal gewinnen kann. Und der Tennissport braucht auch neue Helden, weil es natürlich so ist, der Djokovic spielt noch okay. Ja, aber du musst sagen, Federer hat aufgehört, der Nadal wird definitiv bald aufhören. Der Murray kann nicht mehr, der Djokovic wird älter und somit sind die ganzen Superstars, die jahrzehntelang, wirklich 2 Jahrzehnte lang das Tennis geprägt haben, weg.
Und das ist natürlich ein Problem und du brauchst neue Siegertypen und Alcaraz kann einer werden. Du hast Rafa Nadal schon angesprochen, auch da schwirren viele Fragezeichen, ob er noch einmal irgendeinen größeren Titel holen kann. Er fokussiert sich schon auf das nächste Jahr. Wann ist, glaubst du, sein Ablaufdatum erreicht? Es gab zum Beispiel den Jimmy Connors, der ist mit 39 noch ins Finale oder ins Semifinale bei den US Open eingezogen und hat eine unfassbare emotionale Geschichte den amerikanischen Tennisfans geliefert. Der Federer hat es probiert noch bis zum Schluss, hat dann immer für einen ganz großen Titel gereicht. Beim Nadal wird es auch schwierig, wenn der Körper nicht mitspielt. Gerade in Nadal sein Spiel lebt so von der körperlichen Fitness und wenn der Körper nicht mitspielt, bist du chancenlos. Sentimental wäre es natürlich hervorragend, wenn er einen großen Titel gewinnen wird. Und nochmal das Thema Novak Djokovic, um das Ganze aufzugreifen. Er ist der letzte Mohikaner quasi von diesen Top 3, Top 4 Spielern. Glaubst du, haben sie sich auch gegenseitig früher beflügelt? Wie schwierig ist es auch, der Letzte zu sein? Du gehst in die Umkleide rein und es geht aber so ab. Und zwar gehen dann die großen Rivalen ab, die du jahrzehntelang oder in dem Fall 20 Jahre lang gesehen hast. Ja, der Djokovic ist auftaucht, ich weiß nicht, 2007, 2008 herum. Aber ich glaube, dass du... Es ist schon eine Geschichte, wenn du halt quasi weißt, du bist der Letzte der ganz, ganz großen Generation. Das war die größte Generation überhaupt im Tennissport. Und es kommen Leute noch, die kennst teilweise gar nicht. Ja, das ist schon lustig, glaube ich. Das ist eine kuriose Geschichte. Also Novak Djokovic, sicher auch einer der großen Favoriten bei Roland Garros, aber Carlos Alcaraz, zumindest auch bei den Buchmachern, der große Favorit auf den Titel. Julia Graper, der können wir auf jeden Fall auch gratulieren, hat auch in der Weltrangliste Fortschritte gemacht. Bei den French Open zum ersten Mal in einem Grand Slam Turnier in die zweite Runde gekommen. Was sagst du zu ihr? Kann man nur wirklich den Hut ziehen, weil wir in Österreich ein schweres Problem gehabt haben im Damen-Tennis. In den letzten Jahren ist da gar nichts bis wenig passiert. Und ich glaube auch, dass viele nicht auf die Graper gesetzt hätten, dass die einmal so weit kommt. Jetzt ist sie im Ranking, nähert sich den Top 50, ich glaube, sie ist auf 60 jetzt nach Paris oder sowas herum. Das ist schon ein richtig anspruchsvolles Ranking. Auch ein Ranking, wo du wirklich deine Karriere ein bisschen neu organisieren kannst, wo du weißt, du kannst planen, du bist da dabei und da dabei, du bist bei den großen Turnieren dabei. Du kannst dir mehr leisten, auch was das Umfeld betrifft. Du kannst mehr investieren, du kannst dann Füße leisten, etc. etc. Das macht dann Spaß, um diese Position herum zu stehen. Und ich sage einmal so, wenn ich diese Billy Palmer jahrelang begleitet, so alt bin ich auch noch nicht. Und die Palmer hat zum Beispiel ein Potenzial gehabt, was sich total ausgeschöpft hat, einfach eine unfassbare Kämpferin zu sein und dran zu bleiben. Und die ist Top 20 geworden im Ranking. Und wenn die Palmer Sibylle Top 20 geworden ist, dann kann die Graper auch, sag ich mal, locker die Top 50 knacken. Also Julia Graper schreibt für sich persönlich Geschichte und reiht sich auch in der Weltrangliste um den Rang 60 ein. Bei den Frauen wollen wir auch noch so ein bisschen einen Favoriten oder Favoritinnen-Tipp von dir haben. Da haben wir die Iga Swiatek, die in den letzten 3 Jahren zweimal die French Open gewonnen hat. Ich glaube, dass die auch ganz vorne anzusiedeln ist. Die Frauen haben prinzipiell ein bisschen ein komisches Problem momentan, weil es fehlen die ganz, ganz großen Superstars. Ich war in Paris, glaube ich, 20 Mal beim Turnier dabei und ich habe das genießen dürfen, ein Capriati spielen zu sehen, ein Seles, ein Serena, ein Venus, ein Sharapova, ein Henin und ein Gleisters. Das waren Leute, die haben die Stadion gefüllt. Ja. Da waren teilweise sogar die Damen wirklich mehr besser verkauft, die Tickets in Roland Garros wie die Herren, bis dann natürlich die große Nadalzeit gekommen ist. Ja. Aber momentan haben sie schon ein bisschen, sie sind auf der Suche nach einem neuen Superstar. Und ich glaube, es war gerade der Superstar, ein amerikanischer Superstar, wichtig war für den ganzen Tennis-Zirkus, weil es einfach den Markt viel mehr, wie soll ich sagen, bereichern könnten im Endeffekt. Iga Swiatek ist allerdings in der Weltrangliste sehr, sehr dominant unterwegs. Fehlt sie trotzdem ein bisschen an Charisma, an Unterhaltungswert? Also ich glaube, wenn du auf die Straße rausgehst und die ein Bild von der Swiatek herzeigst. Ich glaube, dass nur wenige Leute sie erkennen würden. Wenn du die Serena Williams herzeigst oder die Sharapova, schaut es ein bisschen anders aus. Natürlich fällt es ein Charisma, muss man ganz ehrlich sagen. Die Stars haben nicht mehr diese Ecken und Kanten, die sie früher teilweise gehabt haben. Das hat sich auch die ganze, wie soll ich sagen, die Welt verändert. Die Leute sind natürlich auch viel devoter geworden durch die ganzen Einflüsse der letzten Jahre. Aber diese wirklichen Superstars sind rar bei den Damen. Und die hast du aber gehabt. Abschließend wollen wir generell das Rot-Weiß-Rote noch mal ein bisschen beleuchten. Wo siehst du das österreichische Tennis? Wir sehen, dass leichte Fortschritte da sind, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Siehst du trotzdem eine Bedrohung, dass wir in den nächsten Jahren so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwinden könnten? Es sind immer wieder Leute auftaucht. Ich kann mich erinnern, wie der Jürgen Melzer aufgehört hat. Zuerst hat der Kubek aufgehört, dann hat der Melzer aufgehört. Wir gehen noch früher zurück, wie der Muster aufgehört hat. Ja? Wer soll diese Lücke füllen? Dann war es nach der Musterzeit schon wirklich ein bisschen... Ein Epi mehr oder weniger in der Kasse, dann ist auftaucht der,
Der Kubek hat einmal, ist Top 20 und hat damals das erste Turnier gewonnen, damals in Atlanta, glaube ich. Dann ist der Jürgen auftaucht, der Melzer ist Top 10, wo er mit Paris Semifinale mit großen Erfolgen alle Grand Slam Achtelfinale in Serie gemacht. Tolle Leistungen. So, dann hören die auf. Dann hat man schon große Hoffnungen in den Dominik gehabt. Der Dominik hat die Hoffnungen mehr als nur erfüllt, weil wenn du 17 Turniere gewinnst, wenn du Nummer 3 der Welt bist und einen Grand Slam-Titel gewinnst und weitere große Endspiele erreichst, bist du einfach ganz vorne dabei in einer Weltsportart. Ja? Ich habe den Dominik wirklich jahrelang begleitet. Ich war mit dem in New York unterwegs, in Paris, in Melbourne und der ist überall auf der Straße angesprochen worden, dann bist du der Weltstar. Ja? Das kannst du vergleichen, wie wenn du irgendwo in Pfaffstätten durch den Heurigen spazierst. Ja? Da muss man echt sagen. Ja? Und das darf man nicht vergessen. Und umso mehr geht der Dominik jetzt ab, ganz klar. Aber es ist einfach schön, dass was nachkommt. Und es kann nichts Besseres sein, wenn jetzt der Offner die Top 100 geknackt. Hoffentlich macht es der Rodionow bald. Hoffentlich kommt der Dennis Novak noch, der war jetzt lang verletzt. Der Dennis hat eigentlich im ganzen Frühjahr nichts zu verteidigen gehabt. War er der locker Top 100 geworden, hat er sich leider verletzt, weil es zweimal nicht ausgefallen ist. Schwierig sowas. Ja. Und bei den Damen, vielleicht kommt auch was nach. Ja. Wichtig ist, dass du präsent bist, dass du bei den großen Turnieren dabei bist und dass du einfach dort spürst, wo es ums große Geld geht und um die großen Siege geht. Und Anfang Juli, da geht es dann auch um die österreichische Staatsmeisterschaft in Oberpullendorf. Haben wir das Gelände vor Ort schon selbst angesehen. Ich glaube, das kann sich auch mal sehen lassen. Auch Jürgen Melzer hat in einem Interview gesagt, auf Challenger-Ebene gibt es manchmal gar nicht so ein gut ausgebautes Umfeld. Was sagst du zu den Staatsmeisterschaften? Außer Dominik Thiem sind eigentlich alle Topspieler dabei. Sind alle dabei. Ich kann den Shorty kurz nur gratulieren. Der ist der Veranstalter, wie soll ich sagen, ein Tennis-Urgestein im Burgenland, der Shorty. Lass mich schon grüßen, lieber Shorty. Und ich habe mir auch seine ganze Geschichte angeschaut letzte Woche. Da ist ja auch die Akademie zu Hause, die der Dominik Thiem, sein Papa, der Wolfgang Thiem führt mit dem Pascal Brunner. Die haben dort super Plätze, sie haben eine mega Infrastruktur, sie haben die Hotellerie dabei, sie haben ein super Fitnessstudio, sie haben Geschichten für die Regeneration, einfach top. Der große Plan ist sogar, dort einmal ein Center-Card zu bauen, dann kannst du wirklich dort einen Challenger-Tennis spielen. Und diese Staatsmeisterschaften haben sich unglaublich entwickelt in den letzten Jahren, auch weil das Teilnehmerfeld immer stärker wird. Du hast da schon ein schönes Preisgeld, die Spieler werden verwöhnt, es wird eine gute Show rund um die ganze Geschichte geboten. Und früher sind die Staatsmeisterschaften immer ein bisschen belächelt worden im Tennis, weil dort immer so, da spielt nur die zweite Garnitur. Mhm. Davon ist keine Rede mehr. Und es ist ein tolles Turnier und ich kann nur jedem empfehlen, dorthin zu gehen. Ist es trotzdem nur auf den finanziellen Aspekt zurückzuführen, dass Topspieler aus Österreich dabei sind? 8.000 Euro gibt es für einen Sieger? Oder 8.000 gibt es für einen Sieger, da musst du ein Challenger-Turnier gewinnen. Aber das Lässige ist, glaube ich, die treffen sich dort, diese lässige Community, die verstehen sich gut. Und das Tennis wird dort wirklich gefeiert und zelebriert. Das ist das Schöne der Geschichte. Du siehst, ein Veranstalter steht dahinter, der wirklich was Tolles auf die Beine stellt. Ja? Und dann geht es. Peter, besten Dank für deine Expertise. Und wir freuen uns natürlich auf spannende Turniertage bei Roland Garros. Drücken Sebastian Ofner noch die Daumen. Vielleicht erreicht er die zweite Turnierwoche und dann geht es in der Weltrangliste auch weiter bergauf. Bis zum nächsten Mal.